Ey, Flo, was ist 20 plus 17? Warte, das weiß ich, Random Game Fact 37. Als der erste Halo-Teil in Europa auf Pressetour ging, fackelte ihn da ganz kurz der Demo-PC ab, was den Pitch dann ungefähr so ablaufen ließ. Also, stellt euch vor, da ist dieser grüne Typ, der heißt Master Chief und der bekämpft so lila Aliens und die heißen Allianz. Könnt ihr jetzt nicht sehen, müsst ihr euch vorstellen. Ja, aber ungefähr so war das. Warte mal, Frodo, was hast du denn da für ein schönes T-Shirt an? Weiß ich nicht, was hast du denn da für ein schönes T-Shirt an? Oh, schön selbe. Wisst ihr was? Mythischen Mythen und sagenhaften Sagen zufolge findet man das hier unter dieser Internetadresse. Aber wenn wir dasselbe tragen, warum ist meins dann rot? Während der Motion Capture Aufnahme Arbeiten zum Spiel zur Serie Jackass war Steve O komplett zugedröhnt mit verschiedenen Drogen. Das gab er Jahre später in einem Interview zu, genauso wie er zugegeben hat, dass er so vollgeknallt war, dass er sich nicht an die Aufnahmen erinnern konnte und Monate später recht schockiert war, als er im Laden ein Videospiel sah, in dem er partizipierte. Drogen sind schlecht. Nehmt keine Drogen. Drogen sind schlecht. Sind böse, Drogen sind schlecht. Nintendo ist ja bekanntermaßen etwas prüde. Ja, schade eigentlich, denn dadurch gingen zum Beispiel so richtig tolle Werbeplakate verloren wie dieses hier. You're gonna need a pair. Also ich finde es eigentlich ganz nett, dass die einem sagen, dass man das mindestens mit zwei Freunden spielen soll. Mhm. Aber gut, steckt man eh drin. Als man dem Star Wars Schöpfer George Lucas zum ersten Mal das Star Wars Spiel Star Wars Dark Forces zeigte, war der so überhaupt nicht begeistert. Grund dafür ist, dass man im Spiel auch auf imperiale Offiziere schießen und die damit töten kann. Und das hat George Lucas überhaupt nicht gefallen, denn die sehen ihm definitiv zu menschlich aus. Er betonte, dass er die Stormtrooper immerhin deshalb in weiße einheitliche Rüstungen, die den ganzen Körper bedecken, gepackt hat, weil er eben nicht wollte, dass in seinen Filmen so unglaublich viele menschliche Individuen über den Haufen geschossen werden. Und da hat es ihn geärgert, dass das im Spiel plötzlich geht. Wenn ihr im N64-Klassiker Banjo-Kazooie in der Sandburg zu viele falsche Cheatcodes eingibt, dann droht euch die olle Grundhilda damit, eure Savegames zu löschen. Aber keine Panik, denn erstens löscht sie tatsächlich nur das Savegame, das ihr gerade spielt und zweitens erst dann, wenn ihr gespeichert habt und dann die Konsole ausschaltet oder das Spiel beendet. Also einfach in der Sitzung durchspielen, dann ist gut. Der Gamer mit dem Nickname Slash000 hat das Spiel Duke Nukem Forever sofort nach seinem ersten Announcement in der Presse beim GameStop vorbestellt. Das war im Jahre 2001 und wir alle wissen, was dann passierte. Es hat etwas über 10 Jahre gedauert, bis das Spiel im Jahr 2011 dann tatsächlich erschienen ist. Aber man muss dazu sagen, Slash ist ein geduldiger, geduldiger Mann. Und Gearbox hat ihn belohnt und ihm statt nur dem Spiel auch gleich noch eine gigantische Kiste Duke Nukem Merchandise geschickt. Da lohnt sich doch 10 Jahre warten. Bestimmt eine ganze Menge Kaugummis. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum euer Char in dem Survival-Spiel Rust so aussieht, wie er aussieht? Naja, das ist ganz einfach, denn der wird random basierend auf eurer Steam-ID gebaut. Mit allen Proportionen. Und ja, auch die Penisgröße ist von der Steam-ID abhängig. Und da ist es natürlich besonders traurig für Steam-Veteranen, denn eure Steam-ID hat ganz wenige Ziffern. In der australischen Version des Spiels BMXXXX hat man als Zensurmaßnahme dafür gesorgt, dass Spieler die Brustgröße ihrer BMX-Fahrerinnen nicht mehr individuell einstellen können. Und in Australien hat man die Option, komplett oberkörperfrei aufs BMX zu steigen, auch entfernt. Das ist ziemlich sinnlos, weil dann ist es nur noch BMX ohne XXX. Manchmal lohnt es sich ja sogar, die Gebrauchsanweisung zu lesen, denn sonst würde man ja niemals wissen, dass die Grunts aus Quake eine Sonde in ihrem Körper haben, die sie jedes Mal stimuliert, wenn sie töten. Wo die Sonde ist? Ja, ganz klar im Lustzentrum. Wo das Lustzentrum ist? Ja, wo wohl? Im Gehirn! Im ganz doll großartigen Spiel Snowboard Kids für den Nintendo 64 gibt es bei der englischsprachigen Version ganz genau eine einzige Sprecherin, die jeden Charakter, der im Spiel irgendwas sagt, neu vertont hat und auch den Stadionsprecher und auch die jeweilige Menüführung. Ja, da weiß man, wie man Personalkosten spart. Endcard, eine Endcard. Na, 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 na. Ich fordere Sie zum Duell. Ist deine geladen? Das wirst du gleich rausfinden. So, jetzt geht jeder 10 Schritte auseinander. Ist sie nicht. Ist egal, wir gehen trotzdem 10 Schritte auseinander. Ja, 1, 2, 3. Sehr gut, Florian. Okay, lauf ruhig noch ein bisschen weiter. Okay. Kann man die da vorne eigentlich
blockieren miteinander? Kann man die Transformer Gun? Lass mal los. Oh, ratatata. So, und während ihr das gerade mit ansehen durftet, habt ihr hoffentlich schon lange festgestellt, dass da oben ein ganz heller Display-Kanal ist und da ein Video und unten links. Du bist doch schon lange tot. Ich hab dich doch schon lange erschossen. Ich hab doch viel zuerst auf dich geschossen. Viel zuerst auf dich. Ich hab viel zuerst auf dich geschossen. Dir geschießt. Warte hier. Geschießene. Hast du was zum Lesen? Geschießene. Oh, ein schönes Magazin. Nice, worum geht's denn da? Ist das ein Sportmagazin oder? Ein Billardmagazin, weil da ganz viele Kugeln drin sind. Oh!